Willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir uns einmal die Projekte angucken, die ich noch weiterführen welche werde und welche ich abbrechen werde. Und ja, beginnen wir direkt. Und zwar sehen wir hier einmal alle Projekte, die ich jemals auf diesem Kanal hatte und zwar und habe. Und zwar sehen wir hier einmal Projekt App, einmal Kochen, Backen, die Multiprinted CNC-Fräse, 3D-Drucken, Garten, Stricken und Strickmaschinen stricken. Und ja. Wir machen es ganz schnell und zwar werde ich Projekt App weiterführen, aber nicht aktiv. Das heißt, ich werde es schon weitermachen, aber nicht jetzt richtig aktiv daran arbeiten, sondern so teilweise ab und zu mal dran arbeiten. Wenn ich mit dieser App fertig bin, werdet ihr natürlich ein Video davon sehen, also das Endvideo, dann wird es das auch runterzuladen geben in App Store und etc. pp. Und deswegen steht ihr teilweise. Also ihr werdet nur noch ein Video von Projekt App sehen, wo ich dann einmal die fertige App präsentiere. Dann haben wir hier einmal Kochen. Das werde ich weiterführen. Da gibt es keinen Zweifel dran. So wie bei Backen. Da werde ich das auch weiterführen. Da kommen ja auch so gut wie immer Videos. Und ja. Dann haben wir einmal die Multiprinted CNC-Fräse, die werde ich auch weiterführen, aber jetzt gerade ist sie erstmal auf Freeze, weil mein Drucker kaputt gegangen ist und da muss ich mir jetzt erstmal einen neuen besorgen. Also, wenn der neue Drucker besorgt ist, wird es dann auch schon wieder ein nächstes Video geben. Es ist auch schon in Bearbeitung, aber ich musste das jetzt kurz abbrechen, das Video, weil es darum geht, dass man so Teile druckt und das geht natürlich nicht. Und ja. Kommen wir weiter mit 3D-Drucker. Ja, das kann ich jetzt gerade auch nicht so richtig aufnehmen. Also mit meinem anderen Drucker schon. Da werden auch in den nächsten Wochen Videos kommen. Aber von dem FDM-Drucker werden jetzt keine Videos mehr kommen. Erstmal, bevor ich keinen neuen Drucker habe. Und ja, aber ansonsten werde ich 3D-Drucker weiterführen. Garten werde ich komplett abbrechen. Das war auch schon länger klar. Das hat ja Ian damals gemacht und da habe ich auch nichts gemacht und deswegen werde ich das auch nicht weitermachen. Also Garten werden wir nicht weitermachen. Dann haben wir einmal Stricken. Da werde ich Videos hochladen, aber nicht so häufig wie jetzt zum Beispiel die Backvideos und Kochvideos und 3D-Drucker-Videos. Die werden dann so ab und zu mal so kommen. Genau. Dann haben wir das Strickmaschinenstricken. Das wollte ich einfach anfangen, aber dann dachte ich mir, ich habe schon sehr viele Projekte und deswegen werde ich das auch einmal durchstreichen. Vielleicht werde ich das in Zukunft irgendwann anfangen, aber jetzt erstmal nicht. So, jetzt sehen wir hier, dass ich 5 Projekte habe und ja, falls ihr daran interessiert seid, dann lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns hoffentlich in den nächsten Videos. Und kommen wir jetzt einfach mal zu den Sachen, wie wann lade ich Videos hoch. Genau. Und ja, ich werde meine Videos auf dem, ich habe zwei Kanäle, einmal Puli und Co. und einmal Edgecraft. Und auf Puli und Co. werde ich jede zweite Woche Sonntag um 15 Uhr ein Video hochladen. Und ja, das liegt daran, dass ich natürlich auch noch einen TikTok-Kanal habe und einen Instagram-Kanal und noch anderes Zeug. Und dann ist es mir zu viel, wenn ich da jede Woche ein Video hochladen werde. Man sieht es jetzt auch gerade so bei den Videos, dass ich so stockend jede Woche Sonntag um 15 Uhr diese Videos hochlade. Deswegen werde ich jetzt jede Woche oder jede zweite Woche Sonntag um 15 Uhr ein Video da hochladen. Auf dem Kanal Puli und Co., wo ihr das Video jetzt gerade seht. Und ja, es kann sein, dass da auch Videos zwischendurch kommen. Also zwischen dieser zweiten Woche um 15 Uhr am Sonntag. Aber immer um Sonntag um 15 Uhr, wenn ein Video hochkommt, dann um diese Zeit. Dann haben wir einmal den Edcraft-Kanal. Da werde ich jede Woche Mittwoch um 18 Uhr ein Video hochladen. Ja, da habe ich jetzt aber auch längere Zeit kein Video hochgeladen. Aber da will ich jetzt auch mal wieder mehr aktiv werden und mehr Videos hochladen. Genau, also merkt euch, Puli und Co. jede zweite Woche Sonntag um 15 Uhr und Edcraft jede Woche Mittwoch um 18 Uhr. Und ja, falls euch das interessiert, lasst gerne ein Abo, wie gesagt, da. Ein Daumen nach oben wäre natürlich auch okay. Und dann seht ihr hier einmal ein paar Projekte hier irgendwo rumschweben, oben rechts, unten links. Und dann findet ihr meinen Edcraft-Kanal einmal oben rechts. Und mein Kanal, den ihr jetzt einmal seht, seht ihr oben links, also Puli und Co. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, da würde ich schon sagen, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.